Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Und ja, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, habe gerade mal eben kurz die Aufnahmesession abgebrochen und habe mal eben kurz geguckt, aber so die Stelle kommt einem echt bekannt vor. Wir sind da schon mal durch gewesen. Die Frage ist, was benötigen wir denn da? Nicht, dass ich gleich hier dummerweise hier im Kreis rumrenne. Weil wir sind hier nämlich schon mal lang gekommen. Und das ist jetzt halt die Frage, was müssen wir jetzt tun? Wir sollten erst einmal diese Batterie nehmen. Wir haben auch nämlich damit schon alles nämlich lang gestellt. Das ist ja, dort müssen wir nichts mehr machen. Also sind wir nämlich da an dem Punkt, wo wir nämlich schon mal waren. Das heißt, wir sind da falsch. Moment, ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Da ist Platz für eine Batterie. Becky. Ich weiß jetzt wieder, wo wir lang müssen. Also was jetzt zu tun ist. Von Hölzken auf Stölzken. Ist aber egal. Solange wir halt weiterkommen, ne? Das hat Voraussetzung. So, So. Wir müssen wieder rauf zu Becky. Und brauchen diese beschissene Batterie. So. Come on. Roger. Roger. Nein, dann komm, Becky. Wir müssen's holen. Untersuchen wir das mal eben. Aufbereitetes Wasser. Urineinheiten wurden entfernt. Wofür wir das auch immer brauchen. Ihr seht das vielleicht gerade nicht, aber bei mir ist gerade das Bild kurz weg gewesen, so. Ja. Leere Batterie mitnehmen, yep. Laufen, flüchten! Ausrüsten!
Pardon. I'll check it out. Roger. Come on. Roger. Oh man. Ach so, okay, gut. Das ist also nichts passiert. Dann. Müssen wir da vielleicht was machen? Kann das sein, dass wir da was machen müssen? Ich kann ehrlich gesagt gerade nicht sagen, ob wir da noch was machen müssen. Da gibt es nämlich offensichtlich nichts mehr. Aber vielleicht kriegen wir ihnen noch einen Hinweis wegen dem aufbereiteten Wasser. Passt nämlich auf. Das läuft nämlich so ab. Wir müssen immerhin kurz gucken. Akten. Also deswegen das aufbereitete Wasser. Ja, es war alles schön und gut, aber wo? Das erschließt sich mir jetzt nämlich gerade nicht. Also diese Batterie. Ja? Müssen wir aufladen. Da kommen wir nicht drum herum. Wenn ich jetzt versuche, dieser scheiß Ding und zwar zum Aufladen. Auf der anderen Seite ist er nicht gewesen. Bleibt alles spannend und schwierig. Ich dachte gerade, es hat geklopft. Eine leere Batterie. Wir müssen jetzt mal aufladen. Vorher klappt das auch nicht. Gott! Wo kommen wir da an? Das ist jetzt halt meine Frage. Wo kommen wir da jetzt an? Was? Na?
I'll check it out. Okay. Okay. Untersuchungsbericht 2. Haben wir das übersehen? Wir hätten schon längst mit diesem Loch fertig sein sollen. Als alles begann, hätte niemand erwartet, dass es zu einer solchen Schlacht kommt. Niemand hat uns gesagt, dass diese Wesen uns angreifen würden. Die Bosse haben sicher auch nicht damit gerechnet. Die Dinger im Wald haben einfach Leute angegriffen. Das hat jemand geplant. Das Virus wurde zweifellos absichtlich freigesetzt. Aber die Wächter unserer Kameraden müssen noch da sein. Wie auch immer. Darum muss ich mich nicht mehr sorgen. Ich muss überlegen, ob ich mich selbst oder einen Freund mit meiner letzten Kugel töte. Nur diese Entscheidung steht mir bevor. Allmählich wird immer klarer, was das hier mit diesem Virus halt auf sich haben soll. Lass uns das einfach mal merken, dass da oben noch so gesehen Kraut ist, was wir nehmen können. Weil Heilung kann nie schaden. Ich sehe es vor allen Dingen mit Blick auf Richtung Endkampf. Follow me! Ja. Das wird's nicht mehr hin. Ah, Becky, du klärst dir eine geile Bitch, ey. Die klärt hier gerade richtig. Bitchfighting. So. Genau hier wollte ich eigentlich... Hier wollte ich eigentlich hin. Und wir haben jetzt nichts mehr zum Speichern, ne? Den Weg hätten wir uns sparen können. Den hätten wir uns sofort sparen können. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt nochmal... Oh, und ich hätte jetzt damit gerechnet, die
Gondel erhält wieder Strom. Hä? Aber wat? Das wird so böse enden. Ach was. Hä, aber wo bereite ich denn die Batterie ein? Also, wo lade ich die auf? Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich gerade echt nicht. Also, Es soll mir ein Rätsel bleiben. Hoffen wir einfach, dass wir nicht sterben. Aber warum? Wieso? Ich verstehe nicht. Oder müssen wir das beim Dingens machen? Wir gucken uns mal, wo wir das... Danke. Die hätten wir vielleicht schon eher gebrauchen können. Dieses Spiel, ne? Aber wo mache ich das denn jetzt? Hey, ich werde gar nicht hinterkommen. Ey, das wird wieder so eine Folge sein, wo ich nur so dämlich rumlaufe. Kamera freest gerade. Ich werde jetzt erstmal nochmal weitermachen, dann gucken wir mal, ob sich das wieder verändert. Ist ja gleich so gesehen Folgenende.
Irgendwas muss doch... Irgendwo muss doch die scheiß Batterie machen können. Ja, was mir jetzt nämlich gerade einfällt, ja... ist nicht nur dieses Objekt. Wir gehen einfach mal hier durch und gucken mal, was da ist. Da ist ein Magnetkartenlesegerät und ich weiß auch, wo diese Karte ist. Aber wo zum Henker müssen wir die Batterie aufladen? Na gut, ich werde mich jetzt mit dem Geheimnis beschäftigen, wie wir die Batterie wieder aufladen können. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis denn, Antenne. Und ciao. Mit auf.